Tadeusz Różewicz entwickelt eine bis dahin in der polnischen Dichtung unbekannte Ausdrucksform, die nackte Poesie. Er bricht dabei mit der Tradition und betritt Neuland in der Lyrik. Er schreibt über die elementarsten Dinge des Lebens. Im Alltäglichen sucht Tadeusz Różewicz Authentisches und Menschliches. Seine Sprache ist schmucklos und einfach. Er schafft Gedichte für Entsetzte. In der Mitte des Lebens, nach dem Ende der Welt, nach dem Tode, fand ich mich in der Mitte des Lebens. Ich schuf mich neu. Ich baute Leben, Menschen, Tiere, Landschaften. Das ist ein Tisch, sagte ich. Das ist ein Tisch. Auf dem Tisch liegt das Brot, das Messer. Mit dem Messer schneidet man Brot. Brot ist der Mensch. Menschen muss man lieben, lernte ich Tag und Nacht. Was muss man lieben? Ich antwortete, Menschen. Seit jener Zeit nach dem Krieg stellt Różewicz, der strenge und ironische Moralist aus Breslau, die Frage nach dem Bösen im Menschen und in der Geschichte. Er diagnostiziert beständig den Zustand unserer Zivilisation und versucht, seine Leser aufzurütteln. Seine Lyrik ist eine offene Wunde, die den Menschen sein Verlorensein und seine Hilflosigkeit zeigt. In seinen Dramen und Gedichten ist Różewicz seit Jahrzehnten auf der Suche nach der einfachen Frage: Warum lebt man eigentlich? Wie schön sie sind. Sie sehen wie Skulpturen, wie Reliefs aus. Ich denke oft daran, wie schade es ist, dass die Affen nicht schreiben können. Aber wenn wir noch ein wenig Geduld beweisen, werden die Genetiker die Affen entsprechend präparieren, dass sie sprechen und schreiben können werden. Weil malen können sie ja schon. In einem meiner Gedichte habe ich über das Schimpansenweibchen Patsy geschrieben, die vor etwa 30 Jahren ein Bild malte. Und es wurde natürlich für eine Menge Kohle in die USA verkauft. Oczywiście gdzie? W Ameryce za grube pieniądze. Ludzkość po prostu sama nie wie. Die Menschheit weiß nicht, in welcher Realität sie lebt. Und das beunruhigt sie sehr. Sie weiß einfach nicht, an welchem Spiel sie teilnimmt. Die Menschen wissen nicht, wobei sie mitmachen. Und deswegen sind sie verwirrt. Sie wissen nicht, wer das Ganze leitet. Der Regisseur ist verborgen. Durch das Eintauchen in die virtuelle Realität geraten für manchen jungen Menschen die beiden Ebenen durcheinander. Das wirkliche Leben und die virtuelle Realität. Bardzo wielu młodych ludzi myli te dwie płaszczyzny. Myli życie rzeczywiste z życiem wirtualnym. Aber die Probe aufs Exempel klappt immer. Man kann keine virtuelle Wurst oder ein virtuelles Eisbein essen. Noch kann man einen virtuellen Wodka trinken. Nach dem Betrachten der virtuellen Bildchen muss man sich an den Tisch setzen und die Blutwurst essen und einen Schnaps trinken. So ist halt der Unterschied. Und die Menschen, die die Ebenen vertauschen, sind einer Gefahr ausgeliefert. Sie meinen, man könnte einen Menschen ermorden, der später wieder lebendig wird und an einem Gespräch teilnehmen wird. Wie fühlen sie sich, nachdem man sie ermordet hat? Gerade durch den Überschuss an Fantasie entsteht ein Mangel an ihr. Und das ist der Fehler, der mit der Manipulation
durch Technik gemacht wird.